Im zweiten Teil der Vorlesung wollen wir uns nur so ein bisschen ansehen, wie kann man eigentlich diese Softwareproduktlinien implementieren. Und das soll eher so ein kleiner Einblick sein. Ihr solltet auch eine grobe Vorstellung von haben. Das kann jetzt noch nicht eine ganze Vorlesung oder einige mehrere Vorlesungen ersetzen. Und wir erwarten jetzt auch von euch nicht im Nachhinein, dass ihr jetzt große Produkte implementieren könnt. Ihr sollt eher so ein Gefühl für entwickeln, wie kann man jetzt eigentlich Softwareproduktlinien entwickeln. Und dazu ein Zitat aus einem Interview mit Entwicklern aus der Praxis. Das lasse ich euch jetzt mal kurz selbst lesen. Ja, und hier an der Stelle sehen wir verschiedene Aspekte drin. Es gibt eine gewisse Wertschätzung aus Seiten der Industrie, beziehungsweise hier eben ganz konkret in diesem Interview, dass eben die Feature-Modelle auch schon helfen bei der Implementierung, weil man einfach überhaupt erstmal über Features nachdenkt. Ja, wir hatten vorhin den Begriff Domänenabstraktion, weil man überhaupt ein bisschen darüber nachdenkt, was entwickelt man da eigentlich, was sind eigentlich meine Produkte und welches Produkt hat vielleicht die gleichen Features. Und das kann sich insbesondere auch auf den Aufwand auswirken, wenn wir was implementieren. Weil an der Stelle haben Sie im Nachhinein mitbekommen, dass wir was doppelt implementiert haben in zwei verschiedenen Produkten, wurde einfach das Gleiche gebraucht, es wurde jeweils neu implementiert, weil man gar nicht in Features und Feature-Modellen gedacht hat. Ja, und allein das Nutzen von einem Feature-Modell kann also schon helfen. Und wir haben tatsächlich auch schon Techniken besprochen, die man da unmittelbar einsetzen kann, nämlich Versionsverwaltung. Also Versionsverwaltung ermöglicht uns ja prinzipiell, dass man eben mit einem Hauptentwicklungsstrang arbeitet und an beliebigen Stellen eben einen Branch erstellt und dann da separat entwickelt. Wir hatten das eher im Kontext von Feature Branches besprochen, das heißt, man entwickelt auf einem Branch so lange, bis man meint, es ist stabil genug und dann wird es eben zurückgemerged. Tatsächlich ist es auch denkbar, dass man das für die parallele Entwicklung verwendet. Allerdings ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil sobald man anfängt, dass man eben Sachen von einem Branch wieder zum nächsten Branch bekommen muss, hat es die Schwierigkeit bei der Implementierung, dass wir nicht diesen Merge-Operator nutzen können, weil unsere Produkte, unsere Varianten ja absichtlich Unterschiede drin haben. Ne? Unsere Produkte der Produktlinie, die sollen ja explizit unterschiedlich sein und der Merge-Operator würde die komplett identisch machen. Und insofern funktioniert der Merge oder funktioniert dieses Parallelentwickeln da nicht so gut. Und ihr könnt euch auch vorstellen, es ist eine Frage der Anzahl der Branches, die ich dann erstelle oder der Anzahl der Produkte. Für fünf Produkte vielleicht noch denkbar, aber wenn ich jetzt 100 Produkte habe und davon haben 50 das gleiche Feature und ich implementiere das jetzt da und muss das bei den anderen irgendwie rüberwursteln, dann kann das sozusagen ein großes Problem bei der Wartung, bei der Weiterentwicklung geben. Und deswegen gucken wir uns jetzt eine Reihe von anderen Techniken an, die man nutzen kann und wo wir dann schon eher von der Produktlinie sprechen. Ja, und das ist eher nicht so ganz einfach und da kommt es auch auf die Definition im Detail an, ob jetzt Laufzeit, Parameter, was wir uns jetzt hier angucken, schon als Produktlinie gewertet wird oder nicht. Was sehen wir hier? Ein Beispiel, die Kommandozeile von oder Kommandozeilenwerkzeug von Windows, Windows 10 in dem Fall und der Befehl Directory. Und Directory hat ganz viele Parameter und diese Parameter kann ich eben mit übergeben und die verändern, wie sich dieses Programm verhält. Ja, das heißt, man kann darüber über die Parameter steuern, wie die Ausgabe ist und hier sehen wir zwei Beispiele. Ich kann hier sagen, habe die Parameter AH, das heißt, ich möchte nur, ich glaube, das waren jetzt die versteckten Dateien, also H für Hidden. Und dann kann ich aber sagen, ich möchte jetzt, dass die Größenangaben für Dateien ohne dieses Komma für den Tausender als Tausender-Trennzeichen geschrieben werden, aus welchem Grund auch immer. Ja, also die Lesbarkeit erhöht es jetzt nicht, wenn man es wegnimmt. Und wir sehen aber auch daran, vielleicht ist das deswegen auch der Default-Wert, dass eben das Komma sonst gesetzt ist. Und dieser kleine unscheinbare Parameter hinten dran, das Slash minus C, bedeutet eben, dass diese Konfiguration dann nicht mehr gesetzt ist und das Programm verhält sich plötzlich anders. Das heißt, wir haben unterschiedliches Verhalten erzeugt, dadurch, dass die Programme
einen unterschiedlichen Parameter übergeben bekommen. Und jetzt müssen wir ein bisschen unterscheiden. Ich meine, es gibt auch Eingaben für ein Programm und diese Parameter sind tatsächlich was, was nur zum Start des Programms übergeben werden kann, wohingegen natürlich ein Programm auch noch weitere Eingaben während zur Laufzeit bekommen kann und diese Parameter wirklich was ist, was zum Zeitpunkt des Ladens des Programms gesetzt wird und dann verhält sich das Programm entsprechend anders. Wie sind jetzt Parameter umgesetzt? Und hier mal so ein bisschen Quellcode, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Das heißt, man hat jetzt das ein Java-Beispiel, man hat in Java dann irgendwie Parameter und man kann diese Parameter auslesen und kann gucken, wenn bei diesem Parameter ein Hello dabei ist, dann gebe ich Hello aus, wenn Beautiful dabei ist, gebe ich Beautiful aus. Und so sehen wir, dass plötzlich von diesen Parametern abhängt, was die Ausgabe des Programms ist. Ja, und das ist jetzt natürlich deutlich vereinfacht, dieses Hello World Beispiel hier, aber zeigt das grobe Prinzip, wie wir damit umgehen können und wie diese Parameter das Verhalten des Programms beeinflussen können. Jetzt können wir das nicht nur über Parameter machen, die wir dem Programm direkt übergeben, ja, eben diese Kommandozeilenparameter oder eben Laufzeitparameter, sondern wir können das auch über Property-Dateien machen. Hier haben wir ein Beispiel, da haben wir eine Property-Datei, die sieht man rechts unten. Und da ist das Feature Hello auf True gesetzt und Beautiful auf True und Wonderful auf False und World auf True gesetzt. Das heißt, wir geben für Features an der Stelle hier an, ob wahr, falsch. Da könnte natürlich auch ein beliebiger String stehen oder eine Zahl oder ein Pfad zu einem Server. Und die werden dann eingelesen und mit so einem, hier an der Stelle eben mit Property Manager und dem Property Manager können wir eben fragen, ob das Property Hello gesetzt ist und wenn es gesetzt ist, dann kriegen wir eben raus, ob wir oder würden wir davon abhängig machen, ob unser Quelltext sich eben in die Richtung verhält, in dem Fall, ob eben das Wort Hello ausgegeben wird oder nicht. Wir sehen beide Verfahren eigentlich relativ ähnlich. Wir reden da auch von Laufzeitvariabilität, eben Runtime als Übersetzung von Laufzeit. Und das bedeutet eben, dass wir beim Starten des Programms entweder eine Konfigurationsdatei, eben diese Properties-Datei oder die Laufzeitparameter übergeben und dann verhält sich das Programm so. Das reicht noch nicht immer aus für Produkte. Tatsächlich ist das die Technik, die häufigerweise bei Druckertreibern oder auch bei der Firmware von Druckern benutzt wird. Ja, wollen auch einige Druckerhersteller weg. Und wir gucken uns mal an, wo die eigentlich hinwollen. Aber bevor wir das machen, habe ich noch ein XKCD für euch. Ja, wie notwendig oder eben nicht notwendig irgendwelche Features in Linux sind, das werden wir auch im letzten Teil nochmal thematisieren. Mir ging es hier darum, als so eine kleine Überleitung. Tatsächlich gucken wir uns jetzt Techniken an, die für die Entwicklung von Linux verwendet werden. Und wir gucken jetzt hier zwar nicht auf den Code drauf von Linux, sondern ich zeige euch lieber wieder einfach kleine Hello World Beispiele, um das grobe Prinzip zu erläutern. Was wir mit sogenannten Präprozessoren machen können, ist, dass wir eine zweite Sprache sozusagen einbauen. Und diese Sprache wird ausgewertet, bevor der Compiler darüber läuft. Das heißt, deswegen auch der Begriff Präprozessor. Das ist ein sozusagen Prozessor für einen Prozess, der eben sozusagen über unseren Quelltext läuft. Und das Prä steht eben dafür, dass es vor dem Kompilieren passiert. Und deswegen der Name Präprozessor. Und jetzt gibt es eben den C-Präprozessor, der hat so seine Syntax und wir sehen hier an der Stelle, so die wichtigen Stellen sind hier das Raute if hello und das endif. Und das heißt eben, dass dieser Block, alles was da drin enthalten ist, wird nur hinzugefügt, wenn das Feature hello ausgewählt ist. Und jetzt die Frage, wie wählt man das aus? Und da werden wir gleich noch auf den nächsten Folien auch verschiedene Möglichkeiten zu sehen. Ich kann zum Beispiel hier oben im Quelltext irgendwo, vielleicht auch in einer anderen Datei, in der Konfigurationsdatei sagen, naja, Hello soll wahr sein, Beautiful auch, Wonderful nicht und World soll wahr sein. So, und was jetzt passiert ist, der Präprozessor läuft über diesen Quelltext und entfernt Quelltext basierend auf dieser Auswahl, basierend auf eben unseren Features. Und was dann rausfällt, ist, was jetzt hier etwas vereinfacht in dem Beispiel, wir kriegen eben nur noch die Ausgaben,
in dem Hello World Beispiel, die wir tatsächlich wollten oder die wir eben aktuell konfiguriert haben. Das heißt, für die die Variablen wahr waren oder eben definiert wurden. Gut, an der Stelle, das ist ja ein bisschen vereinfacht, weil was manchmal noch passiert ist, dass auch diese Leerzeilen drin bleiben. Das ist eigentlich der typische Fall beim C-Präprozessor. Tatsächlich ist jetzt wichtig, wenn wir das jetzt dem Compiler geben, dieses Programm, dann wird er die Zeilen, die Wonderful ausgeben und den ganzen Code, der da vielleicht noch hinten dran ist. Ja, wir reden ja bei Linux über tausende von Features und über ganz viele Zeilen Code, die davon abhängen. Dann ist der Quelltext nachher in meinem Linux-Kernel gar nicht mit reinkompiliert. Ja, sondern der Compiler sieht nur einen gewissen Teil des Quelltexts, nämlich nur den, der noch da ist nach dem Preprocessing. Und das gucken wir uns mal an, das gibt es auch in Java und in Java ist dann vielleicht die Syntax ein bisschen anders, aber wir sehen, dass es wieder so ein if und ein end gibt und dann können wir damit irgendwie Blöcke markieren. Und an der Stelle sehen wir das ein bisschen illustrativer, ein bisschen näher dran auch an der Realität, dass wir eben einfach Zeilen weglassen. Wir lassen einerseits die Präprozessoranweisungen weg in dem generierten Quelltext, ja? Also links die Eingabe, rechts die Ausgabe. Ich lasse den Präprozessor drüber laufen und der wertet eben aus, welche Features gewählt sind und welche abgewählt sind. Und an der Stelle entstehen eben auch Leerzeilen an den Stellen, wo vielleicht Quelltext vorher stand, aber eben der Quelltext nicht ausgewählt wurde, weil eben hier in dem Beispiel das Feature Wonderful nicht gewählt war. Das Prinzip dahinter ist im Wesentlichen, naja, wir haben irgendwie Quelltextdateien, das sind die, die der Entwickler wirklich schreibt, und dann haben wir generierte Dateien. Und dieser Generierungsschritt, den macht der Präprozessor. Ja, das heißt, den Präprozessor, in dem Fall der Java-Präprozessor, der Munch heißt, der hat so verschiedene Parameter, mit dem können wir dem sagen, Hello ist definiert oder ist eben wahr, das Feature, das soll mit drin sein, Beautiful soll mit drin sein und World, alle anderen sollen nicht mit drin sein. Rufe das bitte auf der Datei main.java auf oder vielleicht in dem Fall auch helloworld.java und dann kommt, gebe ich ihm noch einen Ordner, wo das Ganze landen soll. Das heißt, wir haben eine Datei und die wird zur nächsten erzeugt oder im Wesentlichen im Fall vom C-Präprozessor, dass man sagt, bitte alles in diesem Ordner rekursiv durchsuchen an Dateien und das Ganze in einen neuen Ordner packen. Und diesen neuen Ordner, den nehmen wir dann als Eingabe für unseren Compiler. Ja, das heißt, das, was ihr jetzt hier so ein bisschen angedeutet seht, das ist jetzt ein Java-Projekt in Eclipse und diese HelloWorld.java, die obere, das ist dann die, die der Java-Compiler bekommt und dementsprechend verhält sich das Programm dann anders. Jetzt gibt es noch eine weitere Art und Weise, wie wir arbeiten können mit Präprozessoren oder wie Präprozessoren selbst arbeiten, nämlich In-Place-Präprozessoren. Was bedeutet das? Ihr kennt vielleicht den Begriff In-Place vom Sortieren. Es gibt Sortierverfahren, die erzeugen ein, die brauchen sozusagen mehr Speicher. Da gibt es sozusagen einen separaten Speicherbereich, um die Daten zu sortieren. Und es gibt Sortierverfahren, die arbeiten In-Place, also Bubble Sort funktioniert zum Beispiel in place, das heißt, da können immer Daten hin und her geschoben werden. Und es gibt andere Verfahren, die funktionieren eben nicht in place. Was heißt das für unser Preprocessing? Wie funktioniert das dann hier? Naja, hier wird der Quelltext nicht entfernt, sondern tatsächlich nur auskommentiert. Ja, und wir sehen hier im linken Beispiel, das wäre jetzt die Eingabe, das ist unser Quelltext und bestimmte Zeilen sind jetzt hier schon auskommentiert vom letzten Lauf des Präprozessors. Jetzt kann ich ihm eine neue Belegung geben der Variablen und sagen, naja, das Feature Beautiful war hier gewählt und Wonderful nicht. Und jetzt wählen wir Beautiful nicht und Wonderful wählen wir. Und wenn ich dann den Präprozessor wieder drüber laufen lasse, in dem Fall der Präprozessor namens Antenna, dann werden eben andere Zeilen basierend auskommentiert. Und durch dieses Auskommentieren sind die eben auch nicht sichtbar für den Compiler. Das heißt, das Prinzip relativ ähnlich. Wir brauchen keine extra Dateien, dafür haben wir eben so auskommentierten Quelltext und wir sehen das hier nochmal etwas illustriert. Zum einen die Syntax, wie man Antenne aufrufen kann und zum anderen, wie wir sozusagen immer mit der gleichen Datei arbeiten und der Präprozessor läuft einfach darüber. Jetzt ist es so, in der Java-Welt ist der Präprozessor nicht sonderlich weit verbreitet. Es gibt eben Antenna und Munch, es gibt noch ein paar weitere, aber die haben sozusagen nicht so viel oder werden nicht so viel eingesetzt. Tatsächlich finden wir das eher im Bereich von C, C++. Der C-Präprozessor wird bei nahezu jedem C- oder C++-Projekt benutzt, wenn auch nicht immer im Sinne von einer Produktlinie. Manchmal gibt es nur sozusagen einen Debug-Flag oder er wird zum Auskommentieren von Quelltext benutzt, indem man eben sagt,
if-def false, dann kommt ein langer Block, dann kommt ein end-if und das heißt eben, diesen Teil des Quelltextes bitte gerade nicht berücksichtigen, weil eben false nicht definiert ist als Variable. Gut, das soweit zu den Präprozessoren und hier nochmal ein Beispiel, um zu zeigen, das ist jetzt noch nicht alles, was diese Präprozessoren können. Ja, wir hatten jetzt sowas wie hier in dem unteren Bereich sehen mit dem if und end-if. Und tatsächlich, das muss jetzt nicht innerhalb von einer Methode sein, das kann jetzt an irgendwelchen Stellen in unserem Quelltext stehen. Natürlich müssen wir da sehr vorsichtig mit sein. Es kann ja relativ leicht passieren, dass wir irgendwie das end-if hier zum Beispiel eine Zeile zu weit oben haben, dann haben wir ab und zu irgendwie so eine geschweifte Klammer am Ende und haben einen Parsefehler. Wir können das außerhalb von Methoden machen, außerhalb von Klassen. Es können ganze Dateien sozusagen damit entfernt werden, basierend auf eben dieser Feature-Auswahl. Wir können aber auch komplexe Ausdrücke basteln. Hier in dem Beispiel können wir hier zum Beispiel auch sagen, wenn FIFO oder Service gewählt ist, dann mache Folgendes und ansonsten führe diesen anderen Code aus. Ja, und da sehen wir eben mit diesem else zum Beispiel auch noch ein neues Schlüsselwort und tatsächlich haben die meisten Präprozessoren viel mehr Syntax, als ich das hier andeuten wollte, aber es reicht für das einfache Verständnis. Was wir aber bei dem Beispiel schon sehen, dass es irgendwann, wenn der Code größer wird, wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen ist, weil es eben diese zwei Sprachen gibt, die gemischt werden. Da redet man auch von der if-def-Hölle. Und an der Stelle ist auch sozusagen eine häufige Aktivität, dass wir nach dem Code zu einem Feature suchen. Und jetzt ist eben die Frage, im Idealfall wäre das natürlich der Code zu einem Feature schön modular in einer Klasse. Da das nicht immer möglich ist, gibt es sozusagen Werkzeugunterstützung dafür. Das heißt, man kann diese Feature Traceability, eben das Wiederfinden von Feature Traces, von eben dem Code, dem sozusagen, was ein Feature hinterlässt im Quelltext, diesen Spuren sozusagen können wir auf die Schliche kommen, indem wir zum Beispiel Farben einsetzen. Und wir sehen eben hier am Rand erstmal irgendwie welche, indem wir sagen, färbe bitte alles rot ein, was hier in dem Beispiel zum Feature Shortest Pass gehört. Und dann kann ich eben überhaupt erstmal sehen, in welchen Dateien taucht das dann überhaupt auf. Ja, das sehe ich quasi hier über die Farben. Und selbst in der Datei kann ich mir das dann farbig markieren lassen. Und das ist sozusagen eher noch relativ junge Werkzeugunterstützung, die meisten C-Entwickler kennen sozusagen Farben jetzt nicht unbedingt und haben dann andere Mittel und Wege gefunden, ihren Quelltext wiederzufinden, im Zweifelsfall einfach mit einer einfachen textuellen Suche nach dem Feature-Namen. Gut, das dazu. Ich habe schon so ein bisschen angedeutet, es ist eigentlich schade, dass unser Code zu den Features so verstreut ist. Und dazu zum Schluss des Teils noch ein kurzer Ausblick auf Techniken, die uns ermöglichen, Sachen auch zu modularisieren. Und zwar sind das sogenannte Blackbox-Frameworks oder für uns reicht jetzt hier in der Vorlesung der Begriff Framework mit Plugins. Also ihr kennt Add-ons von dem Browser zum Beispiel oder ähnliches. Teilweise haben auch Apps bei der mobilen Entwicklung inzwischen ähnliche Tendenzen. Und zwar ist die Idee, dass man eine Hauptentwicklung hat, eine Basis hat, die man entwickelt hat und die ruft dann irgendwie Plugins auf. Ja, das heißt, ich habe hier irgendwie so ein Nachrichten, die ich irgendwie senden möchte und jetzt kann jedes Feature, jedes Plugin kann sagen, was es noch dazu ausgeben möchte. Ja, das ist jetzt wieder unser Hello World Beispiel, das heißt, ich gehe sozusagen einfach alle Plugins durch, frage sie, was sie mit dieser Nachricht oder was sie ausgeben wollen und diese Nachricht wird dann eben ausgegeben und dann habe ich vielleicht auch noch die Unterscheidung, weil nicht immer klar ist, in welcher Reihenfolge diese Plugins nachher geladen werden, dass ich vielleicht auch sagen möchte, ne, Hello soll natürlich immer am Anfang stehen und deswegen hier auch noch diese Methode isStartMessage. Wie sieht denn so ein einzelnes Plugin aus? Naja, ein einzelnes Plugin implementiert meist dann einfach ein gewisses Interface. Das Interface wird vom Framework vorgegeben und dann gibt es meist noch irgendwie so XML-Dateien oder irgendwas drumherum, Konfigurationsdateien, die dem Framework sagen, wo liegt das, welche Klassen sind für mich relevant und die Variabilität und die verschiedenen Produkte kann man jetzt dadurch erzeugen, indem man eine Auswahl von Plugins hat und eben das Framework startet mit einer gewissen Teilmenge der Plugins und in dem Fall könnte man eben sagen, ich lasse eben das Plugin Wonderful weg oder das Plugin Beautiful weg und dann kriege ich eben andere Ausgaben von dem Framework.
Ich weiß, dass das noch ein bisschen abstrakt ist und ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ich wollte es aber euch trotzdem schon mal mitgeben. Das ist sozusagen eine Weiterentwicklung von dem Gedanken der Objektorientierung. Wir nutzen hier irgendwie Schnittstellen, aber die Schnittstellen sind jetzt vordefinierte Punkte im Framework. Das Framework sagt, hier ist diese Schnittstelle. Wenn du mir was bereitstellst dafür, dann kann ich deinen Quelltext ausführen und das Programm kann sich eben anders verhalten. Gut, das soll reichen für so einen kleinen Einblick, was es für Implementierungstechniken gibt, wie wir überhaupt Produkte implementieren können. Wir haben uns so Branches und Laufzeitparameter angesehen, als eher so Techniken, die noch nicht so richtig in die Richtung von Produkten gehen. Präprozessoren, die viel in der Praxis gerade in eingebetteten Systemen eingesetzt werden und Frameworks mit Plugins, die eher im Desktop-Bereich, ja, siehe Browser mit Plugins, eingesetzt werden. Dazu auch wieder ein paar Pointe zum Lesen und an der Stelle möchte ich, dass ihr mal ein bisschen drüber nachdenkt. Und zwar haben die meisten von euch am Software-Grundprojekt irgendwie parallel teilgenommen. Wenn ihr im Vorjahr teilgenommen habt, ist das auch nicht kritisch, weil das relativ das gleiche Prinzip ist, was auch letztes Jahr schon lief. Marvelous Mashup als sozusagen eure Entwicklung über in der zweiten Hälfte des Software-Grundprojektes. Und da habt ihr selber Komponenten entwickelt und die Frage ist, ist das jetzt eigentlich eine Software-Produktlinie? Und es gibt Argumente dafür und dagegen und ich möchte, dass ihr mal so drüber nachdenkt, was spricht für euch dafür. Ihr könnt auch nochmal auf die Definition gucken von der Produktlinie und überlegen, ist das jetzt schon so eine Produktlinie, wie ich euch das bei den anderen Beispielen beschrieben habe. Ihr könnt aber auch gerne eigene Fragen wieder mit reinbringen, wenn euch da was noch nicht ganz klar ist. Dann viel Spaß damit und wir sehen uns gleich wieder.